Wenn ein Kunde sich für ein größeres Stück Käse entscheidet, dann ist es natürlich sehr gut, wenn man ein paar hilfreiche Tipps dazu gibt, denn damit er bis zum Schluss auch eine Freude an diesem guten Käse hat. Einfrieren zählt nicht dazu. Was passiert denn beim Einfrieren? Ein Käse wie dieser, ein Weichkäse, hat im Grunde sehr viel Feuchtigkeit. Genauso die halbfesten Schnittkäse oder Schnittkäse. Und beim Einfrieren werden aus dieser Feuchtigkeit Eiskristalle. Und die brechen dann diesen Käseteig auf und verändern ihn. Das schaut nicht mehr so schön aus. Außerdem kann sich die Schimmelrinde ablösen. Und das ist auch nicht optimal.